Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 2. Wir sind in der Brisbane-Wildnis. Wir haben in der letzten Folge, sollten wir hier erkunden, was denn hier mit diesen Ranken auf einmal los ist, wo die herkommen etc. Haben dabei Marjories kleine Schwester Belinda kennengelernt, die aber leider nicht weiter mit uns reisen kann. Aber wir machen uns jetzt alleine weiter auf dem Weg und gehen jetzt hier in das erste Gebiet, in die Trockenkuppe. Und da scheint was passiert zu sein. Das sieht ja nicht so gut aus. Die Trockenkuppe. Also, ich erzähle kurz was dazu, bevor wir hier loslegen. Als damals die lebendige Welt hier ins Spiel kam und man die Trockenkuppe betreten konnte, war nur der Bereich, den wir jetzt auch sehen, der war verfügbar. Nur hier konnte man spielen. Auch wenn die Trockenkuppe, ich glaube, die ist so groß. Hier, ja, ich glaube, bis hier noch. Hier irgendwie, also die ist relativ groß. Aber die hat sich von Storypatch zu Storypatch hat dieses Gebiet sich auch erweitert. Und das war damals wirklich grandios. Und wir können jetzt hier ein bisschen erkunden. Und hier gibt es eine Map-Meter. Die hat gerade wieder angefangen. Man muss hier Gunst für die Seferiten erreichen. Und indem man hier Events macht, indem man hier bestimmte Dinge tut. Und umso höher der Rang wird, ja, desto mehr Belohnung etc. Wir sollen jetzt aber hier, seht euch die Situation in der Trockenkuppe an, sprecht mit Funke in der Trockenkuppe. Wo ist denn Funke? Die Sonne muss erst untergehen, bevor sie aufgeht. Wo ist Funke? Das ist natürlich jetzt die gute Frage. Und unsere Herzen werden heilen. Gucken wir auf die Map. Auf jedes Ende folgt ein Anfang. Wo ist denn das grüne Sternchen? Wo ist Funke? Bist du Funke? Nee, du bist der Händler. Bitte verzeiht unseren Kummer. Nimbus ist auch nicht Funke. Da hinten soll Seraphensoldatin. Ja, ich habe keine Ahnung, wo Funke ist. Aber wir können hier schon mal, wie man sieht, diesen Parcours ablaufen. Und zwar haben die Seferiten, die hier abgestürzt sind anscheinend, die haben besondere Elementfähigkeiten. Frag mich nicht, wie die machen, woher die machen, warum, weshalb, wieso. Wir können in so ein Element reinlaufen und haben jetzt neue Skills. Und zwar den Lichtprescher. Den brauchen wir, um zum Beispiel hier durch solche, um durch solche Sanddinger zu kommen. Wenn wir da jetzt einfach gegenlaufen, werden wir zurückgeschleudert und bekommen Schaden. Und diesen Skill, dann stellen wir uns davor, drücken auf die 2 und können da einfach durch. Und mit der 2 beenden wir diese Rolle wieder. Sonst kommt man hier halt nicht durch. Theoretisch, klar, wir können jetzt gleiten, wir können Reittier benutzen, rüberspringen etc. Aber damals gab es ja diese Skills noch nicht. Und da musste man dann halt so hier langkommen. Dann hat man hier Skill Nummer 3. Das ist ein Blitzzug. Damit teleportiert oder ja, schleudert man sich zu einem gewissen Punkt und wir möchten jetzt da hinten zu dem jungen Mann. Dann drücken wir die 3, zielen dahin, wo wir hinwollen und rüber. Ach, guck mal, da ist die Person, mit der wir reden sollen. Sehr gut.
Und jetzt haben wir die 1. Und die 1 ist ein hoher Sprung. Denn hier kämen wir ja nicht hoch. Drücken wir die 1, können höher springen und sind bei der Person, mit der wir reden sollen. Hi. Verwendet den Unterstützungssprung, um auf den Felsen zu gelangen. Okay, wir müssen den Berg weiter hoch. Kein Problem. Da haben wir den Skill. Da oben ist die nächste Person, die auf uns wartet. Hi. Reim. Gelangt zur Absturzstelle. Ja, die irgendwo in die Richtung liegt. Da hinten müssen wir lang. Da oben hin. Ich möchte das Ganze jetzt auch an sich erstmal ohne Reittiere machen. Denn die hatten wir ja damals, wie gesagt, nicht. Damit könnten wir jetzt voll einfach abkürzen. Aber dann wäre der Sinn hier von dieser Karte, der wäre dann hin. So, und diese Ranken, die werden wir jetzt auch öfter sehen. Die werden uns jetzt öfter nerven. Die Dschungelranken. Nervige kleine Dinger. Au! Sag mal, was macht ihr denn für einen Bums? Jetzt geht's aber los hier. Eieieiei, da habe ich jetzt nicht so mit gerechnet. Gut, aber wenn ja auch zwei auf einmal auf uns, nee, vier waren es dann ja, auf uns drauf preschen. Nein, ich hänge an der Ecke. Nein. Okay. So. Reicht doch aus, Mädchen. Gut, die Ranke haben wir. Holen wir uns die Ranke noch. Nein. Dann sollten wir vielleicht gleich ein bisschen Ruhe hier haben. Ja, genau. Spring wieder in das Gift. Das ist schlau. Schlau ist das. Ich bin nur ausgewichen. Na, dann halt nicht. So, die lasse ich jetzt da aber links liegen. Aber ich... Verzeihung, habe ich jetzt keine Lust drauf. Dankeschön. Okay, wir schalten sie vielleicht doch lieber aus. Okay, hi. Gelangt weiter zur Abschiedsstelle. Okay, Skill, weiter nach oben. Da hinten müssen wir hin. Hi. Gut, trefft euch mit euren Freunden hier. Story-Instanz, alles klar. Dann gucken wir doch mal, was uns hier erwartet. Hey. Das Bauwerk ist instabil. Es wäre unklug, reinzugehen. Schradels Prüfung ergibt, dass es das Gewicht von allen nicht aushält. Meinen Berechnungen zufolge wärt ihr, Marjorie und Kashmir die beste Kombination. Wir anderen können hier draußen warten. Hat sie uns gerade fett genannt, Braham? Jupp, allerdings. Fakten sind Fakten. Wir drei zusammen wiegen so viel wie 19 Kashmirs. Toll. Ich bin eine Maßeinheit. Geht vor, Boss. Cass und ich sind dabei. Wir rufen euch andere dann, wenn was umgehauen werden muss. Okay. Gut, dann nutzen wir mal Kasmers Portal. Gucken, wo uns das hinführt. Wartet mal, ich werde... Halt! Da stimmt was nicht. Was ist denn los, Süße? Ich kann kein Portal öffnen. Oh. Etwas hier blockiert mich. Wahrscheinlich da hinten dieser Barrieregenerator. Ich habe ein paar von den Sephiriten-Kristallen gesammelt. Seht mal, ob ihr mit diesem Sonnenkristall durchkommt. Ja. Hey. Hat geklappt. Inquestur-Ding um, damit wir aufholen. Pass auf, ich mach das mal eben schnell kaputt. Dann könnt ihr da wahrscheinlich durch. Sehr halt, schön. Nicht weiter. Dieses Gebiet untersteht der Jurisdiktion der Inquestur. Ihr seid Eindringlinge. Also,
Hinfort oder wir jagen euch fort. Hört mal, wir wollen doch nur den armen Absturzopfern helfen, herauszufinden, was passiert ist. Ja. Wisst ihr etwas über den Absturz? Wir wissen nur, alles, was in unserem Gebiet landet, gehört uns. Wir zeigen euch gerne, wie ernst es uns damit ist. Ach, man, diese Inquestoren, ne? Die gehen mir auf den Senkel. Halleluja. Kommt her. Die schon mal beseitigt. Wo geht es weiter? Hier. Na schön, wenn ihr es so haben wollt. Na, denen haben wir es gezeigt. Ja. Glaubt ihr immer noch, ich sei nicht kampfbereit? Hört mal, mein Benehmen tut mir leid. Ich ertrage nur den Gedanken nicht, dass euch wieder etwas zustößt. Das hat mich fertig gemacht. Ich weiß, mein Schatz. Mir geht's mit euch genauso. Aber ihr habt mich überzeugt, dass ihr gut klarkommt. Und jetzt will ich euch überzeugen. In Ordnung. Ja, Marjorie wurde nämlich bei dem Kampf gegen... Ihr könntet die Kluft mit einer Blitzleine überwinden. Ja. Probiert mal diesen Kristall aus. Alles klar. Marjorie wurde nämlich bei dem Kampf gegen Scarlett ganz schön heftig verletzt. Und deswegen sorgt sich Casimir jetzt natürlich... Ich! Ja, genau, so macht man das. So, hi. Sorgt sich Casimir nämlich jetzt um ihre Freundin. So, müssen wir den Weg nochmal eben laufen. Geht ja schnell. So, mit der 3 haben wir ja schon kennengelernt. Einmal darüber. Irgendetwas blockiert absichtlich meine Magie. Ja. Bitte achtet auf alles Ungewöhnliche. Oh, das war knapp. Ja, hier ist wieder so ein Ding. Ich mach's kaputt. Mein Zauber gestört. Jetzt, da es außer Gefecht ist, müsste ich ein Kurzstreckenportal öffnen können. Ja, dann komm rüber. Hi. Sehr gut. Diese Messmann, ne? Es ist schon ein interessantes Völkchen. Okay, weiter geht's hier. Oh, ich sehe schon wieder Inquestur. Ich habe keine Lust auf Inquestur. Oh, und die haben jemanden gefangen genommen. Das sehe ich ja noch ungerner. Na schön, wenn ihr es so haben wollt. Golems. Also Golems. Zumindest wenn sie nicht auf meiner Seite kämpfen. Oh, und das sind natürlich auch noch Veteran-Golems. Ihr solltet wissen, dass ich nicht immer nur lächle. Oh, hier, da, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Lasst mich in Ruhe. Nein. Verdammt. Helft ihr mir, Mädels? Oder nicht so? Also wir sind wirklich sehr bescheiden geskillt, muss ich dazu... Hallo, was war denn das jetzt? Muss ich dazu mal sagen. Wenn ich mal hier so ein... Nein, Kampf überleben. Das kann ja noch sehr, sehr lustig werden. Mit der Story. Hi. Ja, wir haben ja hier Fernkampf ausgerüstet gerade. Ich auf Nahkampf keine Lust habe und trotzdem hier gleich sterbe im Fernkampf. So, dich haben wir gleich. Nein. Also wir müssen uns dringend mal umskillen. Das ist ja, geht ja gar nicht. Wir halten ja nichts aus. Nix. Wir machen kaum Schaden. Bin ja wieder tot. Das ist nicht gut. Da müssen wir dringend arbeiten. Na schön. Wenn ihr Hi. Es so haben wollt. Hallo, Morgen. Da ist jemand schlimm verletzt. Das wird schon wieder. Meine Freunde und ich holen euch hier raus. Vergesst mich. Der Meister des Friedens ist in Gefahr. Jemand muss ihn finden und beschützen. Der Meister des Friedens? Euer Oberhaupt? Wo ist er? Weshalb ist er in Gefahr? Ich weiß nicht weshalb. Aber der Silvari will ihn töten.
bitte. Hey, hey, bleib bei mir. Oh, verdammt. So gelaufen. Sie ist tot. Ja. Ich spreche ungern schlecht von Toten, aber die Sephiritin hat gelogen. Wieso? Versteht mich nicht falsch, sie war sehr in Sorge um den Meister des Friedens. Aber als sie sagte, sie wisse nicht, warum er in Gefahr sei. Ich hab's gespürt, sie hat gelogen. Warum sollte sie lügen? Seid ihr sicher? Absolut. Es war in ihrer Haltung und ihren Augen. Sie hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich glaube euch. Gehen wir weiter und sehen, ob wir Antworten finden. Ja. Wo geht's weiter? Da lang. Ist uns wieder ein Portal. Oder wo geht's lang? Hier wahrscheinlich, ne? Ich glaube, mit einem Windkristall schafft ihr den Sprung. Ja. Hier, probiert mal diesen da. Dankeschön. Hüpf, hüpf. Hüpf. Hey. Ha, Halleluja. Natürlich haben wir hier wieder Party mit Inquestur. Erstmal hier diesen Stein hier kaputt machen, damit die anderen beiden hochkommen. Vielleicht eine kleine Hilfe im Kampf sind. Das wäre ganz bezaubernd. Ich kann den nicht kaputt machen, bevor die nicht weg sind. Oh, das ist ja ganz toll. Das ist ja mal wieder bezaubernd schön. Aha, Halleluja. Nein, 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 nein. Mache ich gleich mal irgendwann zwischen den Folgen. Da gucke ich mal. Aber das hier kann ja. Es kann ja nicht sein, dass ich gegen popelige Veterane so abkacke. Das ist. Ist ja peinlich. So, jetzt kann ich den hier aber kaputt machen. Hi, ihr beiden. Ja, noch mehr Tote. Ich bespreche die Situation mit Marjorie. Eine Tragödie nach der anderen. Erst Löwenstein und nun dieser schreckliche Unfall. Was geschieht nur mit unserer Welt? Das war kein Unfall. Seht euch diese Leichen an. Ihre Leichname sind mit Messerwunden übersät. Sie starben nicht beim Absturz. Sie wurden angegriffen. Vor dem Absturz ist etwas auf dem Schiff passiert. Die Sephiriten kamen mir immer so friedfertig vor, aber diese hier starben im Kampf. Sie haben Abwehrverletzungen an Händen und Armen, als hätten sie versucht, sich vor Angriffen zu schützen. Keine Kultur überlebt lange, ohne zu lernen, wie sie sich verteidigt. Es sind so viele. Es muss eine große Gruppe von Angreifern gewesen sein. Das glaube ich nicht. Die Stichwunden stammen von derselben Klinge. Keine Variation. Ja. Als wurden sie von einem einzelnen Angreifer verursacht. Einen formidablen Angreifer, der sie alle eigenhändig ausgeschaltet hat. Sie und ihr Luftschiff. Also sprechen wir von einem ausgebildeten Saboteur. Auf jeden Fall. All diese Toten. Das bricht mir das Herz. Oh, Gott, ja. Unsere Freundin sagt, sie seien gar nicht beim Absturz gestorben. Sie waren bereits tot. Was? Mord. Ja. Sucht auf dem Plateau nach Hinweisen für den Absturz. Okay. Ein Portal. Inquestur. Sandwirbel, die ich auch abgöttisch liebe. Okay. Hi. Ich werde jetzt bestimmt wieder 3 Trilliarden Mal sterben, weil ich unfähig bin. Ernsthaft, das müssen wir gleich mal. Wir müssen dringend an unserer Zähigkeit arbeiten. Und vielleicht Rüstung. 13.000 Leben ist jetzt nicht sonderlich viel. Oder an unserer Heilung, dass wir uns besser heilen. Oder. Oder doch mehr Schaden. Wir müssen es mal. Hi, was haben wir denn hier? Auf dieser aus einem Logbuch herausgerissene Seite sind nur ein paar Worte geschrieben. Ich werde mich von euch ab, Mutter. Meine Stimme der Wahrheit wird die Kakophonie der Narren übertönen.
Erin. Ich sollte das mit Marjorie besprechen. Marge, guck mal, Brief. Ihr seid mein Glücksbringer. Was habt ihr gefunden? Es liest sich wie eine Meditation, geschrieben auf eine Seite aus irgendjemands persönlichem Logbuch. Seid ihr mit dem Lautlosen vertraut? Ich habe von ihnen gehört. Für gewöhnlich sind sie friedlich. Glaubt ihr, dieser Silvari ist einer von ihnen? Mal sehen. Die Lautlosen haben den Schutz des blassen Baumes verlassen. Oder nicht? Ich meine, gehört zu haben, sie würden die Silvari-Gesellschaft ablehnen. Schon, aber im Gegensatz zum Albtraumhof folgen sie keiner bösen Gesinnung. Wir suchen also nach einem lautlosen Silvari, der nicht länger den Schutz des blassen Baumes genießt und der, dem Namen nach zu urteilen, höchstwahrscheinlich männlich ist. Unser Silvari gehört also zu den Lautlosen. Jory, ihr klingt ja so aufgekratzt. Die Sache wird interessant, Liebes. Natürlich bin ich aufgekratzt. Okay, dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche Hinweise finden. Ich möchte ungern hier in diese Sandwirbel geraten. Die sind nämlich wirklich, wirklich, wirklich nervig. Ihr solltet wissen, dass ich nicht immer nur lächle. Ah, da ist eine Veteranmilbe. Die, glaube ich, stationär ist gut. Um die müssen wir uns dann wohl kümmern. Ah, seht ihr diesen Kacke? Die sind einfach nur nervig. So. Ha, daneben. Na schön. Sehr gut. Wenn ihr es so haben wollt. Was haben wir denn hier? Die Brandspuren an diesem Holz stammen von einer Explosion. Sie unterscheiden sich von denen einer langsamen Verbrennung, wie sie am größten Teil des Wracks zu sehen sind. Ich sollte das mit Marjorie besprechen. Hey, Marge. Leute, seht mal da drüben. Was denn? Ja, guck mal, ich hab auch was. Sonnenschein. Hi. Die Brandspuren und schweren Schäden an diesem Stützbalken des Luftschiffes deuten stark auf Sprengstoff hin. Wahrscheinlich wurde eine Bombe in der Nähe platziert. Allem Anschein nach also ein Saboteurakt. Komisch. Einige der Schäden sind nicht neu. Die Brandstellen sind alt. Als hätte man sie vor dem Absturz angegriffen. Kann ja auch gut sein, ne? So, jetzt haben wir da hinten irgendwo noch ein... Oh, sieht ja auch interessant aus hier unten. Haben wir da hinten irgendwo... Hier, ein Heuhaufen. Nein, ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich suche den letzten Hinweis. Wo ist der denn? Nein! Okay, dann kämpfen wir halt. Dann kämpfen wir eine kleine Runde. Nicht darunter springen, Kind. Nicht... Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. Aber bitte die Staubmilben und nicht uns. So. Wo müssen wir denn hin? Da unten. Hi! Ich wollte gerade sagen, macht ihr gar nichts? Steht ihr hier nur doof rum? Oder was habe ich verpasst? Oh, bloß nicht von der Klippe springen. Das wäre sehr blöd. Also hier kämpfen ist zum Ausweichen bescheiden. Uns mal hier den Chef vor. Noch schön drauf schießen aus der Ferne. Schön, dass wir jetzt alle drei hier Fernkampf machen. Ach, lass das doch mal sein. Was soll das denn? Grässliche Geschichte. So. Ja. Hier, dich kann ich untersuchen. Diese Sephiritin ist bewaffnet und gepanzert, als gehöre sie zu einer besonderen Garde. Auf ihrem Körper sind Sprengpulver und Verbrennungen zu finden. In Ruhe lassen, ja. Warum muss es denn wieder ein Silvari sein? Ich weiß nicht, aber er hat nicht willkürlich gehandelt. Er war hinter etwas oder jemandem her. Ja. Der Meister des Friedens. Ist er auf der Flucht? Ist der Assassine hinter ihm her? Ich glaube ja.
Wir müssen ihn vor dem Assassinen finden. Glaubt ihr, wir können sie aufspüren? Bestimmt. Ich bezweifle, dass der Meister des Friedens dieses Gebiet besser kennt als wir. Versetzt euch in seine Lage. Wohin würdet ihr gehen, wenn man euch verfolgt? Ich würde versuchen, zur nächstgelegenen Stadt zu gelangen. Das ergibt Sinn. Nun, dann sollten wir uns in diese Stadt dort begeben. Ich werde gehen. Ihr bleibt hier und bringt die Untersuchung zum Abschluss. Klar, Boss. Es macht euch nichts aus, allein zu gehen. Rox, Braham und Timmy werden mich begleiten. Gut, wir treffen euch, sobald wir hier fertig sind. Okay, seid vorsichtig. Ja, Liebes. Ich hätte gehofft, wenn Scarlett fort wäre, wäre erstmal Schluss mit Tod und Zerstörung. Tja. Leider fürchte ich, Scarlett war nur die Spitze eines sehr, sehr großen Eisbergs. Oh, ja. Das glaube ich allerdings auch. So, wir haben die Story-Instanz abgeschlossen. Es gibt wieder ein bisschen Loot. Beute. Dankeschön. Okay, dann verlassen wir hier mal die Story-Instanz. Und als nächstes geht es in dieses kleine Dörfchen hier. Und dort werden wir uns dann mit den ansässigen Dorfbewohnern unterhalten, was es da zu entdecken gibt. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und Spaß gemacht und ihr seid dann beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, tschüsselü!